Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Jedi Survivor. Wir waren auf Jedi und sind halt immer noch auf der Suche nach den, verlorenen Schätzen. Viele sind ja zum Glück nicht mehr. Zum Glück. Aber wir müssen halt noch, hier so dünn, da so dünn. Da haben wir einige noch in der Basis hier drin. Und auch ein paar am Anfang. Ich würde sagen, wir sammeln das so alles ein. Wenn wir nachher noch auf Kobo sind, halten wir dahin kommen. Weil das ist auch wieder einiges und wir haben viele Laufwege. Die ganzen kleinen Sammelobjekte lasse ich eh schon weg. Ich werde versuchen, gar nicht erst zu kämpfen. Weil kämpfen macht ja in meinen Augen gar keinen Sinn. Ich brauche noch einen Slot. Ich werde mich einfach bloß versuchen zu beeilen mit den ganzen Sachen, weil Ende ist gefühlt zum Greifen da. Andererseits könnte ich sagen, scheiß auf die Skins, aber es ist halt auch noch mal eine Sache, die mit den ganzen Fähigkeiten zu üben. Und das wird ich mir auch nicht entgehen lassen. Es könnte genauso gut passieren, dass ich zum Ende hin die, genau wissen muss, wie etwas gut funktioniert. Mein Schriftrollen sind mir egal. Wenn ich durch Zug an der Stelle komme, wo es ist, dann. Oh. Meine Güte, das war jetzt richtig kacke. Wir sollten damit vorsichtig umgehen. Ah ja, und hier oben ist ein Disk, okay. Ja, da hinten möchte ich halt hingehen, aber nicht, weil ich jetzt da hinten das Schiff verlässt, sondern weil der Ort verfügbar ist. Ich hoffe, ihr seid bloß, dass die ohne einen gescheiten Skin kriegen, den wir zum Ende anziehen können. Allgemein mein gescheites Outfit. Abgesehen vom Standard-Outfit. Vielleicht können wir dann noch was Schönes mit Lichtschatten machen. Oder so. Deckung hoch. Hey, sieh dir das an. Hier ist eigentlich nur noch Knopf, ja. Okay. Ich hoffe auch, dass wir in der Zeit, während ich hier den Rest sammle, irgendwie noch genug Erfahrungspunkte sammeln kann, um halt die restlichen Fähigkeiten zu leveln, also auf Max zu bringen. Wichtig sind mir halt da eher die Wachfähigkeiten. Bestens. Stimmt's, Kumpel. Wie gesagt, wichtig sind mir da eher die Machtfähigkeiten als langsam als die Blaserfähigkeiten und so. Andererseits könnte man halt mal die anderen Fähigkeiten ausprobieren, die Doppelklinge oder so. In etwas besserer Manier. Dahin? Guck mal, das ist schon wieder eine spezielle Kiste. Sieht das aus, Kiste? Die ist aber speziell. Und wir kriegen
Ein kompletten BD-Skin. Deswegen sind die Kisten für mich interessant. Ich weiß aber vorher nicht, was welche ist. Zunächst einmal hier. Oh, Entschuldigung. Oh, ich hasse zu niesen. Ich hasse das. Vor allem in der Aufnahme. Naja, ich will jetzt auch nicht weiter rumheulen. Wir wollen einfach hier fertig werden. Die wollen Schwäff. Gar nicht gebracht. Das ist leider auch nicht. BD, wirf mir ein Stimm rüber. Ja, gab wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Danke, mein Freund. Ja, komm schon. Wir müssen dann vor allem gucken, wenn ich halt nicht mehr viel lernen kann, dass ich halt den Einbruch des Hauses nehme und das halt mehr Erfahrungspunkte kriege. Weil der ist ja dementsprechend sinnlos, wenn ich halt nur noch kämpfen muss. Da kann ich halt gucken, okay, die geht auf Lebensregeneration, Machregeneration oder irgendwas, was Schaden erhöht. Ich gehe vor. Das hier können wir auch noch nicht öffnen. Ich weiß doch nicht, wie wir da hinkommen sollen. Da müsste bestimmt irgendwo ein Mechanismus betätigen. Leute, kann ich die Kiste übersehen? Jetzt zweifle ich langsam an Augen. Ne, müssen wir doch hoch. Da nicht reinkommt, vielleicht ist es dann halt auch für, weil kein Item dahinter ist, für so eine erst nach der Quest wichtig oder so. Dass wir sagen, okay, wir haben das Ding, ach ja, da haben wir ein Item, geh dorthin und hol dir das. Nehmen wir mit. Ein Blick kann ja nicht schaden, oder? Ja, aber jetzt ehrlich, was bringt das? Sind alles Sachen, wo ich sage, ja,
Verlockend, nicht wahr? Sieht das nicht allzu geil aus. Okay, ich sehe bloß die Holo-Variante davon, aber trotzdem. Damit kann ich nichts falsch machen. Das hat nur auf euch gewartet. Ja, und Schaden kannst du eh nicht sowas zu haben. Okay, auf die Ebene muss ich hochkommen. Nee, eins darüber noch. Falls ich noch eine Tulane-Rolle analysieren muss. Vergiss nicht, was Schwester Task sagt. Hinter jedem guten Archiv steht ein gutes Erfassungssystem. Inspirierend. Ja, viel Spaß im Analysieren. So ein Scheiß müsste ich ja in der Schule nicht mehr machen. Und darüber bin ich auch heilfroh. Bringen wir die hier ins Sears Archiv. Dass ich das dann wieder nicht gesehen habe. Oder konnte es vielleicht nicht. Was ist denn hier das Ding? Sag mal. Ja, gerade das sollte hier so ein Schwebeding sein. Aber nicht. Wegen der Sache auf dem Tafelberg. Das Imperium wird es sich zweimal überlegen, ob es noch ein Dreizackschiff nach Jeddah schickt. Ich wollte eigentlich... Ich weiß, was du gefragt hast, Kerl. Meine Schwestern haben mich gelehrt, dass man einen Zauber bricht, wenn man über ihn spricht. Also lass uns darüber schweigen. Für den Moment. In Ordnung. Wir reden später weiter. Der Greifpunkt ist nicht da. Ohne den Greifpunkt komme ich aber nicht hoch. Oder ich nehme den Weg. Und kriege den Greifpunkt wie so ein Checkpoint. Meister Cordova hatte meine Übersetzung einer späteren Version der Allokution gebeten. Welche Form? Der Cantus Planus, Bruder. Seltsam. Also schön. Verpasst ihm die neueste Reduktion. Ich komme denn auch zur Kantine? Schon Jahrhunderte hier liegen. Nichtsdestotrotz kein Reifpunkt. Mal, was wir gefunden haben.
So, hier voraus ist immer noch diese blöde Kiste. Die ist keine Kiste. Ich muss einen anderen Weg finden. Aber wie, ich kann ja mit nirgends, mit nichts interagieren. Und diese Kiste scheint irgendwie in der Wand zu stecken. Oder muss das schaffen, die Puppe zu zerstören. Wer weiß. So, abgesehen von den beiden Sachen. Aber das hier? Oh, da war jetzt hier etwas. Hier. 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 Und hier. Man kann vom Schiff keine Schnellreise machen. Man kann zwar immer zum Mentes hin, aber man kann nicht vom Mentes weg. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig, richtig blöd. Da oben? Soll man da eigentlich hinkommen? Hier an der Seite, da rum und dann muss ich da hoch. Irgendwie. Lol. Aber muss irgendwie hochkommen. Hab dich gefunden, Heinrich. Aber Gott, da ist echt eine Öffnung. Die Kamera spielt an der Stelle mal so gar nicht mit. Ich würde vielleicht da rankommen, wenn ich es sehen könnte. Hilf mir bitte. Das hat funktioniert. Nicht an der Stelle. Oder muss es irgendwie von innen rankommen? Hm?
Ja, okay. Nicht drauf geachtet. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Jetzt habe ich aber hier angefangen. Und oben ist dieser Gang. Sieh, das ist beinahe so, als ob man eine ganze Ebene fehlt. Also sollte ich mal selbst den Wall Run nochmal versuchen. Da kann man irgendwie hin. Das ist ein Greifhaken. Das ist aber keine Textur. Okay, jetzt muss ich erstmal raus, sind du da weggehört. Okay. Okay. Ich muss mal kurz nachgucken. Okay. Ich meine jetzt, what the fuck, okay. Ich meine so, ich habe keinen Plan, wie ich hierher gekommen bin. Hilf mir bitte. Gute Rettungsaktion. Hätte ein Marin was basteln können oder so, weil das war halt so, ja, ich bin jetzt hier angekommen, aber wie zur Hölle? Oh lol. Ah ne, doch nicht. Man hätte die Ebene so sehen können.
What the fuck? Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt da am schnellsten hinkomme, außer den ganzen Weg zurück. Ich meine, hier ist ein Dings. Da, ich muss den Checkpoint an. Meinst du, what the fuck? Ihr das gesehen? Ja, das fuckt mich gerade so richtig übel ab, dass ich das null gesehen habe. Wird Zeit aufzubrechen. Und sonst achte ich gefühlt so auf jeden Scheiß, nur diesmal halt nicht, ne? Jetzt komme ich halt da hier wie in den Doppelsprung. Selbst da muss ich hier oben anfangen. Das habe ich gemacht, das Gelb. Ja, Schriftrolle. Interessant. Und die Kiste. Geöffnete Truhe. Okay, ich habe einfach bloß den Schatzfelsen aufzuheben, das ist aber egal. Übelste Battle-Musik. Dachte, wir können gegen das hier battlen. Okay, das könnte man übersehen haben. Das andere ist halt jetzt hier ganz oben drauf. Hätte ich von da ganz hinten holen müssen. Ich springe falsch, oder? Ja. Alter, ihr könnt nicht so eine Battle-Musik machen und dann mich in den Kampf schicken. Das ist mega unfair. Dass er das hier nicht ausziehen kann oder so. Ich will nicht aus Spaß auf Bonus Lava spielen.
Die hat hier schon lange gelegen. So, wollte ich was, das ist schon voller. Und es ist eine ganz dicke Tour. Komm, ein kleines Schwert. Ein Blaster! Ja, wie geil! Okay, haben wir die wichtigsten Sachen geholt. Man könnte auch Dinge abgeben. Machen wir aber nicht. Ich würde sagen, wir sind ja fertig. Auf nach Kobo. Blöd, dass jetzt kein Vogel da ist. Das ist die. Dass das Vieh nicht töten darf. Halten wir einen Moment an. So, wir gehen zum Mantis. Von der Mantis gehen wir jetzt nach Kobo. Kobo aus. Alles klar, gehen wir. Und von Kobo aus holen wir uns die anderen Sachen. Den Bunker. Nicht den Bunker, den. Die anderen Schätze. Oh, ja, stimmt, BD. Stimmt, ja. Was glaubst du, was wir finden werden? Chorus auf Kobo. Die Getränke gehen auf mich. Wobei. Streichen wir das. Ich habe Orte wie diesen nie verstanden. Wie meinst du das? Leute lassen ihr ganzes Leben und ihr Zuhause hinter sich, nur um sich in kleineren, schlimmeren Orten niederzulassen. Sie atmen Höhlenstaub ein, brechen sich das Kreuz, werden von Raiders erschossen. Und all das nur für ein bisschen glänzendes Priorit. Zu ihrer Verteidigung, es funkelt wirklich schön. Für mich ist das alles Gier. Ja, ja. Setz dich, Kerl. Na dann. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir den ersten Pistol erhöhen können. Okay, das ist wirklich beeindruckend. Wir haben unser letztes Beet angelegt. Aber lass uns plaudern. Ich kann bei weiteren Gartenangelegenheiten gewinnen. Das brauchen wir. Jetzt sehe ich noch alle Samen, die mir fehlen. Ja! Gezeichnet. Eine neue Spezies. Pflanz sie ein. Dann erkläre ich. Bei aller Liebe. Nein. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Könnte ich dem Spiel bitte sagen? Blende mir gewisse Sachen einfach aus. Samen. Und Relikt. Wobei Relikte können wir anlassen, aber bitte keine Samen. Achso, Kopfgeld. Kopfgeld können wir noch annehmen. Oh, was vergessen. Bitte lassen Sie mich durch. Komm rein, setz dich an die Bar. Mom, ich könnte wirklich einen Drink vertragen. Achtung, Killer. Sorg Tormo hat soeben dein Kopfgeld verdoppelt. Und einer der Top-Leute der Boot will es sich holen. Er heißt Kilioso, aber die Gilde kennt ihn als den Schließer. Er hat eine kleine Armee nach Jeddah mitgenommen und sucht nach dir. Eine kleine Armee, ha? Wir sind bereit. Das wollte ich hören. Wenn du jemanden wie Kilioso ausschaltest, ist das eine klare Ansage.
Sagt dir, was du siehst? Ich denke, das sollte ich behalten. Aber das ist auch blöd für die Kopfgeldmission. Heißt sie noch Kobo? Und Kobo dann auf einen anderen, Planeten und dann feststellt, ach ja, weißt du mal zurück? Weißt du mal dorthin? Statt sagt, ja, da und da ist einer, hier kannst du einfach mal machen. Es wird einfach die komplizierteste und ekligste Art gemacht, wie sie es hätten machen können. Ich habe jetzt einen Marker zu setzen. Lauter Wut. Dahinter komme ich irgendwie noch nicht. Dahinter komme ich auch nicht. Bis auf solche Dinger. Bis aufs Priori ist ja nichts. Ich muss ja noch ganz hoch. Den Weg dafür habe ich mir ja eigentlich schon ein bisschen geebnet. Ja. So, wir haben dahinter etwas. Da kommen wir so aber nicht ran. Aber ich sehe eigentlich schon. Weil wir irgendwie auf diese Ebene kommen, dann kann man nicht da die Runde drehen. Okay, weiter jetzt. Hier oben im Sumpf. Irgendwo hier oben auf dem Gletscher. Sollten wir auch rankommen. Bloß ich weiß halt da nicht. Da kommen wir halt nicht ran. Ganz oben ist bloß eine Kiste und jetzt müssen wir los. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum abgeschürzten Schiff, oder so, glaube ich. Ärgerlich, dass ich das wieder gesehen habe, wie man da hinkommt. Und dann natürlich alles wieder mit Leichtigkeit einfach finde. So, jetzt warten wir kurz. Und ich bin auf der falschen Ebene. Hier sollte eigentlich was davor stehen. Tut's aber nicht mehr. Warum ist er nicht mehr davor? Ach
Ach ja, hier ganz oben ist auch noch eine Kiste gewesen. Die ich natürlich so rein zufälligerweise auch übersehen habe. Und ja, ich lege mich wirklich mal mit einer Inkompetenz auf. Und das wird beim nächsten Projekt einfach noch besser. Mit Inkompetenz. Weil ich kündige es jetzt offiziell an, es wird Fallout 4 im Überlebensmodus. Und wer Fallout 4 kennt, der weiß, es gibt viele Möglichkeiten. Aber der Überlebensmodus ist einfach, ja, essen, trinken, schlafen. Waffen machen einfach deutlich mehr Schaden. Man muss taktisch ganz anders rangehen. Inventar ist um 50% kleiner. Also, man hat Spaß. Sagen wir einfach, man hat echt eine Menge Spaß. Nein! So ein scheiß Aufzug! Das ist auch eine Machtfähigkeit, dieses automatische Ausweichen. Los. Laufe ich falsch rum? Ein bisschen. Machen wir eine Pause. So, nächster Checkpoint war im Sumpf. Da müssen wir zum Fahrstuhl. Und vom Porsche nehmen wir dann diese Pinüppel nach oben. Oder irgendwie so. Ja, Porsche auf die Ebene und dann die Nippel. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist erforschen war da, wo man ihn braucht. Ob uns das quetschen kann? Ob man einfach starr, wenn wir drunter stehen? Ich weiche aus. Nutze die Macht. Ja, er ist getötet. Der hätte uns jetzt einfach zerquetscht. Ey, wie ist so eine Wandbestie? Nun, welche Geheimnisse verbirgst du? Das heißt, wir müssen den Vogel nehmen. Nee. Hä? Und wir müssen den Vogel nehmen, um hinten auf die Seile zu springen und dann diesen elenden Parcours zu machen. Oder was? Ach du Scheiße.
Okay, das ist nicht weiter schlimm. Aber auch gefühlt nur noch Erfahrungspunkte. So, den kriegen wir zum Checkpoint. Problem ist halt, er geht nicht so schnell runter, wie es gern hätte. Muss jetzt ein bisschen greifen. Ah, noch eine Runde. Jo. Los geht's, BD. Das ist jetzt an der Stelle. Dieser, wo wir unten lang gehen und dann hoch und dann in die Ecke und schlag mich tot und ach, ich hoffe, es lohnt sich bloß. Muss er doch ein. Halt, brauchst du runterschicken? Ganz wichtige Shortcut-Rehe. Wenn man mit dem Porsche fährt, immer wieder runterschicken. Lernt man in Dark Souls, ansonsten. Ja, hat man Spaß. Keine Ahnung, wo man da nicht drauf stehen könnte. Mit einmal sind er dann Samaki. Mehr Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Und unser Upgrade. Warte, Erfahrungspunkte. Die auch eben bei einfach nicht angezeigt wird. Hier oben die Ecke. Wo ich mir ausdenke, Alter, warum gibt's denn das? Wenn der nicht angezeigt ist, ist es ein Prank oder was? Wenn ich doch ein Spiel so eine Möglichkeit gebe, dann sieht doch da auch was zu stecken. Es bietet sich so an, hier runter zu springen. Natürlich, du kannst uns nicht alle aufhalten. Angriff intensivieren. Deine Entschlossenheit ist vernichtet. Sie. Waffe aktiviert.
Hilfe! Da hinten schauen wir nochmal schnell nach. Ich hoffe aber, wenn es Ali gesagt, dass es die letzten Erkundungen sind, weil jetzt gibt es einfach nur noch Fähigkeitspunkte. Und Fähigkeitspunkte, reine Fähigkeitspunkte, ist ein Zeichen für. Was eigentlich? Maximales Leben, maximales Sims, maximale Macht. Okay. Wir können dir einfach nicht mehr bieten. Spring! Oh, das ist pink. Nee, lila. Egal. Das ist lila. Hey! Bist du jetzt ein bisschen freundlicher? Moment mal. Man kann mit ihm reisen? Ruhig. Braves Mädchen. Ich hab hier gerade. Unglaublich. Ich hab da gerade ein ganz mieses Gefühl dabei. Bosche schicken. Ah! Okay, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß noch nicht zur Hölle, was hier ist, abgesehen von dem einen Riss. Ach, komm schon. Sieh dir das an, BD. Priorit. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Okay, wir sind jetzt hier oben auf der Anlage drauf. Diese Samen wären perfekt für den Garten. Und hier ist jetzt ein Riss. Willst du wissen, wie der Riss ist? Sehen wir uns das mal an. Warte, es sind zwei Monster. Zwei von diesen Riesenaffen. Oh nein, der Parkour. Scheiße, wohin damit? Wohin damit, wenn ich damit hingehen muss? Okay, Leute, den Parcours machen wir jetzt noch. Leute, am Anfang ich sagen, Mensch, ist das easy. Ich wusste schon, worum ich es nicht sage.
Kehrt, damit du mitnehmen musst. Okay, warte, warte, warten Sie. Okay, das war cool. Das war jetzt echt cool. Zwei Versuche. Aber eigentlich mega kompliziert. Der Parcours war jetzt nicht kompliziert. Am Ende hast du Panik, weil du nicht weißt, wohin. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Okay, perfekt. Bist gemeistert. Und es ist echt nicht mehr viel zu sammeln. Und das ist echt. Das erleichtert mich gerade schon wieder. Das ist gut. Oder? Kann man eine allgemeine? Kann man das allgemein auf Kobo mal anmachen, wie viel noch da ist? Nee. Weil ich sehe jetzt eigentlich nur noch. Okay, ich habe hier halt hauptsächlich Zeug, weil da muss es auch hin. Und hier oben ahne ich eigentlich ein gutes. Da kriege ich noch eine kleine Verbesserung. Ein Level. Hier ist noch eine Truhe. Hier sind gefühlte 2 Millionen Sammelobjekte. Aber nichts wirklich Wertvolles. Ich Hammer. Das haben wir auch alles. Okay, hier. Aber da kommen wir nicht ran. Da ist ja die Tür im Weg. Das heißt also, wir holen uns in der nächsten Folge. Abgesehen davon, dass ich jetzt mal schnell die Skills mache. Diese eine Kiste, die ich mir markiert habe. Hier. Damit habe ich dann alle Kisten. Hier auf dem Planeten. Zumindest bin ich dann der Meinung, ich sehe nicht weiter. Dann kümmern wir uns einfach ganz strikt um die Kopfgelder. Dann werden wir uns, ja, wie soll ich weitermachen? Ja, gibt richtig gute Erfahrungspunkte. So, Fähigkeiten. Wir haben noch eine Fähigkeit, man macht übrig. Damit sind wir völlig voll ausgestattet, bin ich zufrieden. Ja, hier mit Blaster ist halt nicht so meins. Wir werden hier einfach mal alles skillen. 7 Punkte werden reichen. Reicht nicht ganz. Wir können zwar eine Fähigkeit noch holen. Aber es bringt mir auch nicht viel. Okay, hauen wir noch eine Blockanzeige drin. Den einen Punkt.
so statt Soccer, würde ich halt Gemeinschaftsschritt machen als nächstes, wenn ich wirklich nicht mal leveln müsste. Wenn ich halt merke, okay, sagen wir einfach so, wie es kommen könnte. Ich, wie heißt der Typ? Dragon? Dragon? Dagen. Dagen. Also ich stelle Dagen um Observatorium. Töte ihn. Dann kommt Auftritt von Darth Vader. Weil der fehlt bis jetzt noch. Gibt Cal wieder voll einen mit. Oder vielleicht kämpft man sogar mal kurz gegen ihn, weil man sich jetzt irgendwie jetzt eben wird, ja weiß. Oder doch mal sich traut. Nur. Und dann doch zu versagen. Da kommt ein anderer Jedi an. Visier. Und rettet einen den Arsch. Weil sie hat uns ja schon mal den Arsch gerettet. Oder halt, wir werden auf einen anderen Planeten weitergeleitet, weil da fehlt noch was zu Tendelor. Also irgendwas kommt da noch. Und ich hoffe, dass bald Darth Vader auftritt. Der fehlt bis jetzt. Das werden dann wieder die besten 5 Minuten im ganzen Spiel. Wobei das Spiel sicher schon gut ist und halt wieder so einen Auftritt hier habt. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben. Ich hab Gerüchte doch übrig. Ja. Oh. Ah ja, das ist eine Kopfgeldmission. Ja, daran, Kopfgelder machen wir in der nächsten Folge hauptsächlich, neben den einen Sender-Pick noch. Interessanterweise, wir haben ein Porpoise getötet. Die schicken jetzt Killioso, der etwas stärker sein soll. Und dann kommt da noch einer. Es sind jetzt noch so viele andere offen. Aber, oder müssen wir halt dann den töten, haben wir den anderen dann, dann töten wir den letzten hier. Das wird man noch rausfinden. Weil die letzte Mission ist nämlich schon fast, naja. Wir sind doch fast in Tendelos jetzt schon da, also. Ich denke mal, nach der nächsten Mission kommt nicht mal viel, weswegen ich jetzt echt jede Nebenquest noch durchziehen werde. Und. Wieso, das bringt doch ein bisschen in die Länge jetzt hier. Naja. Nichtsdestotrotz, die Folge total überzogen. Aber das war's endgültig für heute. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.